Türchen! 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 Ich lauf einfach! Meine Capture-Karte hat gerade funktioniert, das ist ein Wunder! So, hopp! Ja, ich hätte einfach nur hochrollen müssen. Klingelt mein Wecker nicht gleich? Ist doch schon wieder die 7:30. Morgens. Auf einen Sonntag. Ja. Achso. Ja gut, dann rennen wir den Weg so nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so darüber kämen. Ja, wir kommen ja rüber. Ich glaube, ich krieg ein Kind. Zack. Welpen. Nein, Analysegummi. Ha, Analyse. Ich verstehe. Aber man hätte auch anders hochkommen können. Dieser Pilz, diese Kamera. Die lieben sich. Eindeutig, die lieben sich. Zack. Zuck. Zacka, zucka, zacka, zucka, zacka, zucka, zuck, zuck, zuck. Piep, piep. So. Ich bin am überlegen, wo wir denn noch lang könnten. Wir können nur hier lang. Und da in den Lotus sein. Also ganz still und heimlich. Geh jetzt mal. Tschüss. Leute, öffnet mir die Tür. Wow. Tot. Söhle. Wir waren jetzt auf der linken Seite. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite. So ist hier nicht viel Schönes los. Ja. Da können wir bloß in den Lotus rein. So, und da wollen wir natürlich auch hin. Was logisch ist. Ich brauche viel zu viel Konzentration zum Schlagen und so. Also ab in Lotus rein. So, jetzt müssten wir eigentlich rein theopraktisch auf der gleichen Scheißseite landen wie eben. Okay, dann wissen wir aber, wie das Haus aufgebaut ist. Wieso? Ich will da doch nur rüber. Keine Ahnung. Aber das wisst ihr, dass ich keine Ahnung habe. So, hier ist das Herztribunal. Mir war sogar, dass ich das kaputt hätte machen können. Aber wir sind ja hier nicht in Battlefield oder so. Wo war das denn noch? Viel bleibt nämlich nicht mehr übrig. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt einfach zurück, wieder nicht, warum ich da jetzt hingehe. Ich hätte auch einfach zurückgehen können. Aber ich, doch, ich weiß, der Safe Point. Man merkt vielleicht, dass ich ein wenig müde bin und viel Scheiße laber. Aber das ist normal. Wie war das denn noch? Da kommen wir nämlich auch so nicht einfach ran. Genauso wie da oben. Entweder... Nee, wir haben ja wohl nichts auf dem Boden, ne? Doch, aber wir kommen irgendwie da hin und dann da rüber und irgendwie... Habe ich wieder keine Ahnung. So, warte mal. So. Tragbare Items von Donald. Gut. Ja, das geht. Ich könnte mal mit Trost schenken. Fire!
So. Zack. Zack. Ich bin super stark momentan wieder. Ja, Anderskraft wird natürlich per Level aber auch erhöht. Also, wir sind schon stärker, aber ich will natürlich noch stärker sein, weil der Cerberus geht mir echt auf die Eier. Sechs Erfahrungen oder was? Wollt ihr mich rollen? Gibt nicht mal genug hier jetzt. Mann! Gut, dann nochmal rüber. Maximum Lebenspunkte erhöht. Guck mal, wie viel Leben wir jetzt haben. Und wir haben Pyrop-Splitter. Dies ist gut, dies ist gut, dies ist gut. Gut, gut. Das sind außerdem die Deckenlampen. Das sind außerdem die Deckenlampen. Da ist mir meine Stimme verkackt. So. Ich habe keine Ahnung und weiß noch nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß, ich finde dieses... Gab es... Ey, das, dieses Anhänger gab es doch nach jeder Welt. Nach jeder Welt gab es einen Anhänger. Den musste man nur ein bisschen finden. Du hast mir immer noch keinen Verdächtigen, Schwachkopf. Ich will angreifen. Irgendwas war das mit dem Wunderzimmer. Die Gegner meint ich auch. Die sind ganz geil, weil man kann seine Mana da sehr schön aufladen. Also voll machen. Schön. So. Geben ja keine Erfahrung oder sonstiges Gepimmel. Nur rein diesen platonischen Wert, dass man sagen kann, geil, ne? Und wir haben noch einen Vorteil, wenn diese scheiß drei hässlichen Viecher, vier, will ich mal sagen, die vier Gegner, sind immer in diesem in solchen Räumen, vier, auch im Hotel sind vier Stück. Der eine guckt sich im Spiegel an, der andere heult rum und der andere liegt auf dem Bett, steht auf dem Bett und der andere in der Ecke. Nur, eben so. Habe ich irgendwas verkackt? Kann eigentlich nicht. So, darüber. Wunderzimmer. So. Da geht's in den Hain. Da geht's auch in. Da geht's auch wohin. Nämlich in. Oh, tut mir leid. So, da geht es auch in den Lotus rein, aber ganz woanders hin. Stimmt's? Richtig. Mich hier unten hin. Und das ist nämlich genau unter dieser Scheißstelle, wo wir hier hin will. Viele Wege führen in und aus dem Hain. Ein Zimmer mit 16 Wänden und voller Geheimnisse. Vier Variationen des Wunderzimmers. Wir haben drei kennengelernt. Warte mal. Ja. Wir haben drei kennengelernt. Da waren wir dran. Da waren wir dran. Ne, weil hier waren wir noch gar nicht dran. Bringt uns aber auch nichts. Da bringt es uns auch nichts. Da waren wir aber dran. Hier, Decke. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Also doch, haben wir alle. Aber wie... Hä? Was? Hä? Hä?
Check ich jetzt zwar nicht ganz, aber ist okay. It's not a bug, it's a feature. It's not a fail, it's a feature. Eigentlich ist es ein Bug, aber Bug passt ja hier nicht, weil es ja kein Bug ist. Weil ich einfach nur zu blöd bin, an diese eine Kiste ranzukommen. Wo ich wirklich, wirklich keine Ahnung habe. Da. Hier kommen wir ins Wunderzimmer. Und alles, da, dann sind wir, wo sind wir denn da dran? Wir sind dann da drüben. Das heißt, wir drehen uns einmal im Kreis. Wahrscheinlich ist dieses Rätsel so einfach. Nur ich bin zu blöd. So. Wird mich hier hin. Lotus rein. Da war ich aber schon. Da will ich nicht nochmal hin. Ich war hier eigentlich überall schon. Lotus rein? Lotus rein. Da war ich aber auch schon. Ist egal. Vielleicht sehe ich davon ja eine andere Stelle. Nein. Nehmen wir nicht. Ja, die Viecher sind da. Ich lade glaube ich auch die Mana auf. Die habe ich damals gar nicht so effektiv genutzt, wie ich die heute nutze. Das fällt mir gerade so auf. Weil damals habe ich die Viecher nerven. Ich lasse durch. Weil Dings haben wir noch nicht. Also können wir die nur zusammenschlagen. Trotzdem will ich an diese Kiste ran und ich weiß nicht, wie ich an diese Kiste komme und das zackt gerade so derbe Balls. Ja, gut. Oh Mann, das ist doch behindert, Mann. Wie kam ich an diese scheiß Kiste mit dem scheiß Anhänger? Oder gab's die echt? Nein, die gibt's doch nicht danach. Eigentlich kriegst du immer nach jeder Map, also nach jeder Welt, einen scheiß Anhänger. Der nicht scheiße ist, der gut ist. Ja, komm, Gummijet. Wir haben ja eh noch das Meteor-Gummi gefunden und das Analyse-Gummi. Wollen wir das mal anbauen? Außerdem fliegen wir dann nicht zum Olymp, sondern ein weiter. Werft Ariman. Ja, das sind so. Ja, Baupläne. So, egal. Wie sah ein Reifen um ihn? Dekorativer Reifen. Ach Gott. Eisegummi, Rundumradar. Nein, das war falsch. Gut. Dann, wir haben keine Turbine oder so. Muss ich mal gucken, wir haben ja noch was anderes gehabt, das mit Theo. Wo war denn unser Meteo? Da! Meteo-Gummi. So.
Fuck yeah! Eintragen. Gummijets, umsteigen. Oh. Mach ich einfach aus Troll. Obwohl er immer uns in dieses Auto. Genau, Auto. Das ist ein Auto. Genau. Wir fliegen nicht durchs Weltraum oder so. Nein. Ein Radargummi ist den Radarschirm links unten in Mitte machen. So. Das seht ihr schon. Zack, zack. Dass wir keine Energie mehr haben. Und nicht mehr feuern können. Ja, da habe ich was vergessen. Ja, aber das Radargummi ist ganz hilfreich. Weil es uns echt derbe hilft. Bam! Bam! So. Egal. Radiergummi sehen wir halt einfach so. Ihr seht ja unten links. Und es hat ein. Beziehungsweise das hat unser Meteorgummi gemacht. Und ein kleines Visier gegeben. Toll. Ja, ich bin Best Aim Bot. Ja, Aim Bot. Muck. Also das sind immer so Baupläne. Ja. Ja, ich kann fliegen, habe ich gehört. Zack. So, Energie voll. Boom. Voll das geile Viech, Mann. Puh. Ja, Mann. Tarzan. Der Dschungel. Geilheit. Oh Gott, der Boss war so scheiße. Oh Gott. Aber neue Gegner. Num, num, glaubst du, wir werden unseren König finden, Donald? Nein, glaube ich nicht. Was sollte er denn hier wollen? Meine Stimme verkackt gerade, aber das Landen können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal, vielleicht sind aber Kai und Rico hier. Ich will hier runter. Donald, ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Jahr anfliegen. Ich will aber, ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen! Weiterfliegen! Landen, habe ich gesagt, Mann. Ja. Ah, nimm deine Finger da weg. Sora kann nämlich kein Fliegen, kann nicht den Gummijet fliegen. Der ist so schlecht dafür. Er ist eher Schütze. Aber wir sind jetzt im Dschungel. Oh, die Musik ist so geil gleich. Dim, 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 dim. Kommt gleich. Ach, geil. Donald? Goofy? So. Unser nächster Gegner ist eine Schmusekatze. So die alltäglichen Gefahren im Dschungel. Natürlich. Oh, das gibt 15 Erfahrung. Los, verpiss dich.
Sabor. Danger. Thank you. Thank you. What is this place? This place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Hmm? Friends. Right! My friends! There's two of them. The loud one is Donald. Uh-huh. You know what? Never mind. I'm looking for my friends, Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Oh, friends. Here. Really? Huh? Friends. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Go. And I'm Sora. Tarzan go, Sora go. Tarzan go, Sora go. Ja, wir sind natürlich im verschollenen Dschungel. Deep Jungle Lane. Jungle. Ja. Den kenne ich gar nicht so auswendig, aber ich kann ja auch gar keine Welten auswendig. Ich habe das Spiel ja vor Ewigkeiten gespielt. Und ich würde sagen. Where are we? I sure hope Sora's okay. Who needs them? We can find the king without them, huh? Whoa. So, das ist unsere Gruppe, Sora und Tarzan, und ich mache hier jetzt einen kleinen Cut, weil sonst, ne, wegen zu lang und so. Also Leute, bis dann, haut rein, cheerio, danke fürs Zusehen, tschüss.